Schönen guten Tag und herzlich willkommen bei Amazon FBA bei Markus. In dem Video soll es einmal darum gehen, wir wollen mal Licht ins Dunkle bringen, was denn die schlauste Entscheidung ist, wenn du deine erste Amazon-Bestellung machst, ob du Luftfracht, Seefracht nimmst, was bei Seefracht alles zu beachten ist und was bei beiden der größte Fehler ist. Wenn du, viele bekommen nämlich ein verlockendes Angebot dazu und wissen nicht, was die negative Seite da ist. Darauf gehe ich auch mal ein, um dich darüber zu informieren, was zu warnen und dann weißt du Bescheid. Also bleib dran und schau dir das Video einmal durch und legen wir direkt los. Was ist Luftfracht? Bei Luftfracht hast du es höchstwahrscheinlich mit einem Versandunternehmen zu tun wie DHL, UPS, FedEx. Und das Bequeme ist, dass die alles für dich managen. Die holen es bei deinem Hersteller mit einem LKW ab, bringen es zum Flughafen auf eines ihrer Flugzeuge, fliegen es nach Deutschland und schicken es an die Adresse, die du möchtest, sei es deine eigene oder sei es direkt das Amazon-Lager. Und um das auch einmal klarzustellen, Exporteur ist immer der Hersteller, Importeur bist immer du, der es bestellt und bezahlt hat. Viele denken, okay, in dem Fall, wenn ich es nach Amazon schicke, ist Amazon der Empfänger und damit der Importeur. Nein, ist nicht so. Amazon stellt den Lagerplatz. Mehr haben die mit dir nichts zu tun. Also das Ganze wird zwischendurch beim deutschen Zoll aufschlagen. Die wollen wissen, was hat es gekostet, was wird hier importiert, damit sie eine Steuerrechnung für die Importzölle stellen können. Und die geht dann an deine Adresse, weil du der Importeur bist als derjenige, der es bestellt hat. Ganz einfach. Und das Ganze macht das Ganze schon so einfach. Viele Anfänger hören, nimm auf jeden Fall Seefracht. Seefracht ist billiger. Pauschal gesehen ist es definitiv so. Ein Flugzeug ist klein, hat hohe Betriebskosten und deswegen ist der Transport per Flugzeug sehr, sehr teuer. Auf ein Schiff passt unendlich viel Material und deswegen ist Schifftransport in erster Linie unschlagbar günstig, aber um Schifftransport zu machen, kommt doch ein ganzer Rattenschwanz an anderen Verpflichtungen dazu und den will ich mal erklären. Und da geht es ganz stark, ganz abhängig auf die Incoterms, die du mit deinem Lieferanten abgemacht hast. Der Incoterm regelt, wer den Versand organisieren muss und wer die ganzen Versandkosten bezahlt, kurz gesagt. Und da fragen viele auch in der Facebook-Gruppe nach, welchen Incoterm man denn hat aus China. Und da kann ich sagen, das kann dir nur dein Hersteller verraten. Jeder Hersteller hat andere Modalitäten und bietet was anderes an. Und da musst du den einfach fragen, hey, was sind denn deine Versandbestimmungen? Oder du hast einen Favorit unter den Versandbestimmungen, sagst einfach, ich möchte bestellen zu diesen Versandbestimmungen. Dann rechnet er dir den Preis auf. Es geht nämlich los mit EXW. Und das steht für Ex-Werk und das steht für Abwerk. Und das heißt, wenn jemand sagt, ich liefere dir Abwerk, das heißt, du musst das bei seinem Lagerhaus abholen. Du musst einen LKW vorbeischicken, der es bei ihnen einsammelt. Der LKW bringt es dann aufs Schiff, wenn das so ist. Und das heißt, du musst als erstes mal in China eine Spedition besorgen. Und wenn es aufs Schiff geht, so schnell geht es aber nicht, weil alle Ware, die aus einem Land exportiert wird, muss in dem Land abgemeldet werden. Das heißt, da kommst du zum ersten Mal mit den Zoll in Kontakt und zwar mit dem chinesischen. Da musst du eine Ausfuhr anmelden, dafür brauchst du eine Zollagentur in China. Die regelt das. Erst wenn das gemacht ist, geht es weiter und auf dem Schiff kommen Container, aber das Schiff wird dir keinen Container vermieten. Du musst eine Spedition finden, die einen Container auf den Schiff stellt und du wirst höchstwahrscheinlich für deine vielleicht 1000 Produkte, die du bestellst, 1000 Artikel, keinen ganzen Container verbrauchen, sondern nur einen kleinen Platz im Container. Also wird diese Spedition diesen Container aufteilen in so viele Teile, bis er dann schließlich voll ist und das kann dann schon mal Wartezeit kosten, weil der Container geht erst auf den Weg, wenn er dann schließlich voll ist. Wenn er dann voll ist, geht er aufs Schiff. Und dann muss eben die Reederei bezahlt werden. Die Reederei bringt es an den Hafen, wo es entladen wird. Und auch das Entladen muss wieder bezahlt werden. Das sind die nächsten Kosten. Und wenn es entladen wird, sagt der Zoll erstmal Stopp. Wir geben den Container erst frei, wenn alle Waren aus dem Container eingeführt sind. Das heißt, alle Händler, die in dem Container Waren haben, müssen ihre Waren beim Zoll anmelden. Wenn irgendein Dokument nicht in Ordnung ist oder wenn es irgendwo Probleme ist, weil irgendein Drogenbaron versucht hat, seine Sachen zu schmuggeln, wird der Container
abgesperrt und du kommst an deine Sachen erst, wenn alles durch ist. Das kann ein Nachteil sein, wenn du ganz kleine Mengen in einem großen Container bestellst. Deswegen lohnt es sich. Bist du erst auf der sicheren Seite, wenn du einen ganzen Container bestellst. Oder wenn du 90% von einem Container voll kriegst, kannst du auch sagen, hey, ich möchte den kompletten Container bezahlen, auch wenn ein bisschen Luft bleibt, weil ich möchte niemand anderes dabei haben. Ich möchte, dass der Container gefüllt wird mit meinen Sachen und dann sofort aufs Schiff kommt. Und ich weiß, da wird er auch sofort entladen und durch den Zoll geschickt. Also das muss man auch noch bedenken. Und damit er durch den Zoll geht in Deutschland, braucht es auch in Deutschland wieder eine Zollagentur. Das heißt, die Anmeldung kannst nicht du machen, auch wenn du dich im Internet schlau machst, wie du das verzollst. Das muss eine Zollagentur machen und die wird in Deutschland mindestens 100 Euro kosten. Sei es für eine kleine Bestellung oder eine mittelgroße Bestellung. Erst wenn es größer wird und vielleicht gemischte Ware hat, weil du einen ganzen Container hast, dann wird die Zollagentur auch teurer. Das ist das nächste, warum sich kleine Mengen nicht per Seefracht lohnen, weil ob du nun 500 Artikel einfahren lässt oder 5000, das wird für die Zollagentur der gleiche Aufwand sein, ob es 500 mal der gleiche Posten ist oder 1000 mal der gleiche Posten. Deswegen wird die Zollagentur wieder das gleiche berechnen und dann ist es endlich irgendwann durch den Zoll, den musst du eben auch noch bezahlen und von dort aus geht es wieder auf die Straße mit einem LKW und dann vielleicht direkt ans Amazon-Lager. Das heißt, auch da muss wieder eine Spedition beantragt werden. Das heißt, du musst dich um sehr, sehr viel kümmern. Du musst sehr, sehr viel einzelnen Dienstleister bezahlen. Sehr viel Zeit geht dadurch verloren. Und deswegen ist deine erste Wahl auf jeden Fall die Luftfracht. Es gibt auch Unternehmen wie zum Beispiel Freight Hub, die managen das Ganze. Die nehmen das Ganze in die Hand, die geben dir verschiedene Angebote, ob du es eilig hast und vielleicht alles in der Woche da haben willst, ob du Zeit hast und sagst, ich nehme den billigsten Anbieter und das kann auch 6 Wochen dauern. Und da kann ich dir sagen, aber auch die wollen bestimmte Mengen sehen für deine erste Bestellung, um in Amazon die ersten Schritte zu machen, wird es nicht reichen. Die wollen eben entsprechend große Bestellungen sehen, damit es sich für sie auch lohnt, das Ganze zu managen und dass hohe Versandkosten entstehen und die ihren Service dann auch damit hineinbringen können und dir berechnen können. Das mal nur so im Hinterkopf. Gehen wir noch mal kurz über die wichtigsten Incoterms, eben diese Versandbestimmungen, die du mit deinem Hersteller klärst. Das ist eben EXW für Ex-Work, Abwerk, Abladerampe oder FOB, das wirst du auch viel hören. Das heißt Free on Board. Das heißt, der Hersteller, der nimmt eine Spedition und liefert das tatsächlich in den Hafen zu deinem Container. Und du musst eben von dort aus den Transport organisieren. Dann gibt es 2, die sind sehr ähnlich. CFR, CIF, das heißt Kost und Frachten bezahlt oder Kost und Frachten versichert bezahlt. Und das gilt bis zu deinem nächsten Hafen. Das heißt, wenn du in Deutschland bist, kommst du vielleicht in Hamburg an und dann weißt, okay, ich muss mich erstmal nur noch auf der deutschen Seite um die Zollagentur kümmern und auch um die Spedition nach Amazon. Das macht die ganze Sache recht übersichtlich und was sehr, sehr in ist, was du sehr, sehr viel siehst und das habe ich anfangs angesprochen, weil es sehr verlockend ist, das ist DDP und das heißt Delivered Duty Paid. Das heißt, es wird komplett an deine Wunschadresse geliefert, zum Beispiel das Amazon-Lager und der Händler übernimmt auch noch die ganzen Zollkosten dafür und du zahlst wirklich einen Betrag mit der Ware, da ist dann der Versand drin und der Zoll drin. Du musst keine Zollrechnung mehr bezahlen und das ist bei Amazon. Und das ist, hört sich erstmal sehr bequem an, es hat aber 2 Risiken und viele haben schon gesehen, das ist viel, viel billiger, als wenn ich selber einen Transport organisiere. Und das liegt daran, dass bei DDP einige Hersteller schummeln, um es interessant zu machen. Die geben dann einen anderen Warenwert für den Zoll an und tricksen damit und dann hast du die Probleme, weil du der Importeur bist. Das heißt, eigentlich ist es deine Verantwortung, das ordentlich zu verzollen und du weißt es vielleicht gar nicht, dass da jemand getrickst hat, um dir ein interessantes Angebot zu machen. Nummer 2 ist, für den Fall, dass du schon ein bisschen Umsatz machst und du bist nicht mehrwertsteuerbefreit, du musst Mehrwertsteuer zahlen und nimmst am Mehrwertsteuerverfahren teil, dann musst du Mehrwertsteuer zahlen, aber du kannst alle bezahlte Mehrwertsteuer abziehen.
Bei DDP kannst du es nicht, weil dann hast du nicht den beim Zoll die Mehrwertsteuer bezahlt, sondern dein Lieferant in China und der kann sie nicht an dich weiterreichen. Also deswegen sage ich pauschal, lass die Hände weg von DDP, es hört sich gut an, aber es hat große Nachteile, die es mit sich zieht, gerade als Anfänger, wenn du noch nicht weißt genau, was die Zahlen eigentlich sein müssen und langfristig hast du dann vielleicht Probleme, falls deine Zahlen jemand nachprüft. Deswegen sei dir das einmal gesagt. Und eben sei dir gesagt, als Anfänger, auch wenn es mehr kostet, es ist einfacher und unterm Strich hinterher vielleicht dann doch günstiger, immer Luftfracht zu nehmen, bis dein Artikel läuft, bis du regelmäßig große Mengen nachbestellen musst. Und dann weißt du auch, wie Amazon läuft, dann hast du den Teil vom Geschäft im Griff. Und dann kannst du dich um sowas kümmern wie Seefracht, um dort wieder Kosten zu sparen und am Ende dann wieder mehr Gewinn zu machen. Das wäre mein Tipp für alle Anfänger. Wenn du es interessant fandest, klick auf Abonnieren, klick auf das Glockensymbol daneben, dann wirst du dich YouTube immer informieren, wenn ich einen Upload mache. Ich freue mich auch über einen Daumen nach oben und hey, bis zum nächsten Video. Vielen Dank fürs Ansehen.